tere, head ajakirjanikud. Kohtumine liidukantsler Angela Merkeli ja peaminister Taavi Rõivase vahel on lõppenud. Ja, danke schön, lieber Tavi, für die Gastfreundschaft, mit der ich und meine Delegation hier empfangen wurden. Wir freuen uns, dass wir in Estland zu Besuch sein können. Und ich möchte, bevor ich zu den deutsch-estnischen Beziehungen etwas sage, auch von meiner Seite noch einmal dem italienischen Volk mein Mitgefühl zum Ausdruck bringen. Die Erdbebenopfer sind schrecklich, die Bilder sind schrecklich, die wir sehen, und wir werden auch bereit sein, alles, was wir können, wenn es notwendig ist, Italien als Hilfeleistung zur Verfügung zu stellen. Und unsere Gedanken sind heute bei den Menschen in der Region in Italien. Ich möchte zu Beginn sagen, dass wir natürlich gratulieren zu 25 Jahren Wiedererlangung der Unabhängigkeit Estlands und dass wir in wenigen Tagen ja auch 25 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Estland begehen werden. Und ich glaube, in diesen 25 Jahren hat sich eine enge freundschaftliche Beziehung zwischen unseren beiden Ländern herausgebildet, eine Beziehung, bei der wir voneinander lernen können, bei der wir aber auch sehr eng miteinander kooperieren in der NATO oder aber auch in der Europäischen Union. Und das ist auch das Dach, unter dem der heutige Besuch stattfindet. Wir freuen uns, dass wir im Zusammenhang mit dem Air Policing, entsprechend auch Artikel 5 der NATO, uns gegenseitig Beistand leisten können. Und wir haben die Beschlüsse in Warschau gemeinsam vertreten. Deutschland wird Rahmennation sein in Litauen. Andere werden dies in Estland tun. Und ich glaube, damit zeigen wir, dass wir füreinander im Verbund der NATO einstehen. Ich war sehr dankbar, dass der Ministerpräsident nach Meseberg gekommen ist im Frühjahr und mit uns über die Digitalisierung gesprochen hat. Denn hier ist Estland Vorbild. Und natürlich ist es manchmal in einem größeren Land, in einem föderalen Land, in einem Land, das einen langen Entwicklungsprozess schon ohne das digitale Zeitalter hinter sich hat, nicht ganz so einfach, die Dinge zu verändern. Aber in Estland sieht man, wie diese Veränderung hier umgesetzt wird zum Wohle der Menschen. Und deshalb werde ich auch auf diesem Besuch und bei diesem Besuch gerne noch ein bisschen mehr über das lernen, wie die Dinge implementiert werden. Wir haben heute in unserem ersten Gespräch vor allen Dingen aber über die Situation in der Europäischen Union gesprochen, über die Vorbereitung unseres Treffens der 27 Mitgliedstaaten in Bratislava, über die Agenda der nächsten Woche. Wir alle, beide Länder bedauern das Referendumsergebnis der Menschen in Großbritannien, aber wir respektieren es natürlich. Das bedeutet, Großbritannien wird in absehbarer Zeit nicht mehr Mitglied der Europäischen Union sein. Und das bedeutet auf der anderen Seite, dass wir als die 27 dieses Projekt Europa natürlich fortführen wollen, aber auch das, was noch nicht so gut gelingt, verbessern wollen. Und gerade im Blick auf das Frühjahr nächsten Jahres, wenn wir 60 Jahre römische Verträge begehen, sollten wir uns gut vorbereiten. Und da sind wir uns einig über die wesentlichen Punkte. Die Punkte einmal der ökonomischen Kraft, die wir entfalten. Und hier spielt das Thema Digitalisierung wieder eine große Rolle. Die Vervollständigung des Binnenmarktes bedeutet auch, einen digitalen Binnenmarkt zu haben. Hier gibt es erste Erfolge, die wir durchgesetzt haben. Aber es ist noch viel zu tun in Europa, von der Frage der Infrastruktur, also der Hardware, bis hin zu gleichen und vergleichbaren rechtlichen Rahmensetzungen, die wir finden müssen, und technologischen Entwicklungen. Wir sind uns einig, dass dies auch Chancen für Arbeitsplätze von jungen Menschen gerade bedeutet. Wir haben in vielen europäischen Mitgliedstaaten eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, und deshalb ist wirtschaftlicher Erfolg auch Garantie für Wohlstand, für Arbeitsplätze, und daran werden wir weiter arbeiten. Wir sind uns auch einig, dass die Themen innere und äußere Sicherheit, Kampf gegen die terroristischen Bedrohungen natürlich eine gemeinsame Aufgabe der Europäischen Union sind, und auch hier in diesen Themenfeldern werden wir weiter gemeinsam arbeiten. Es wird jetzt darauf ankommen, und dafür gibt es ja auch eine Vielzahl von bilateralen oder Kontakten zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten, dass wir aufeinander hören, dass wir gemeinsam voneinander lernen und auf diesem Weg auch eine gute Agenda für die nächsten Monate beschließen, um die Schlagkraft und die Stärke der Europäischen Union auch deutlich werden zu lassen.